So, herzlich willkommen zurück. Und ja, tatsächlich ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Habe ich hier gerade mit meiner Version gespielt, statt der Let's Play-Version. Und ich habe auch nochmal meine ganzen alten Screenshots hier durchgeguckt. Es ist tatsächlich immer hier oben. Also, es war tatsächlich schon immer so. Es ist mir halt nur noch nie aufgefallen. Und die Bilder stammen auf jeden Fall aus der alten Version. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob noch aus der 1.3, aus der 1.42 oder ob das schon die 1.43 ist. Aber das müsste sogar noch also die Bilder hier, wo ich hier oben auf der Autobahnbrücke draufstehe, da müsste es sogar noch aus der 1.42 sein. Ja. Die späteren Bilder, die dann gleich kommen, sieht schon geil aus, ne? Allein diese Grafik, ey. Oh. Genau, die Bilder jetzt, die sind schon etwas neuer, die müssten schon aus der 1.43 sein. Aber auch hier, das ist mir aber wirklich noch nie aufgefallen, dass die da so, ne? So ein bisschen off sind. Ah. Schon ein bisschen verrückt. Weil ist ja wirklich offensichtlich, dass das da nicht stimmig ist. Ja, bei dem Bild war eines der ersten Bilder, die ich sowieso ein bisschen veröffentlicht habe. Und so die Leute in dem Vocaloid Discord, genau, Discord heißt das Programm, bei dem German Vocaloid oder einfach nur Vocaloid German, genau, wie gesagt, Discord Server, wo ich drauf bin. Die dachten immer erst alle, dass das ein echtes Foto ist und meinten so, oh ja, so ein LKW hätte ich auch gerne. Und da meinte ich dann, ja, man muss halt ETS spielen und Skin installieren. Was? Das ist ein Spiel? Ja. Und tatsächlich, als ich das meinem Arbeitskollegen gezeigt habe, der ist auch erst drauf reingefallen und dachte, dass das ein Foto ist. Ja? Der dachte zwar nicht, dass der LKW mir gehört, weil er weiß, dass ich mir in meiner aktuellen Lage nicht gerade ein LKW, viel weiß der Geier, wie viele 100.000 Euro leisten kann. Von daher war ihm das schon klar. Aber er dachte trotzdem im ersten Moment, dass das ein reeller LKW ist, was ich so fotografiert habe. Oder was halt so als Foto im Internet war oder so. Bis ich ihnen gesagt habe, nein, das ist ein Spiel. Es ist halt schon krass geil, wie grafisch ausgereift dieses Spiel ist. Auch so mit diesen ganzen Sachen, die so, ne, die so völlig natürlich sind. Ich meine, beim Auto, da erkennt man es sehr schnell, wenn man da wirklich drauf achtet, dass das wirklich sehr plastisch wirkt. Ja? Aber ansonsten, es ist halt auf den ersten Blick nicht als Spiel erkennbar. Das ist schon krass geil. Das ist schon echt krass geil. Ah, war schon cool. Ja, komm. So, gut. Wir wollen aber jetzt erstmal natürlich hier nicht über meinen wunderschönen LKW herfallen, sondern wir wollen natürlich weiterspielen. Ja, aber gut zu wissen, dass es tatsächlich mit der Textur und Sauberkeit da schon immer so war und mir das bisher halt einfach nur nicht aufgefallen war. Oh, so schnell kann es gehen. Aber es heißt auch, wenn es mir bisher noch nicht aufgefallen war, dass es in der Praxis dann auch nicht schlimm ist. Ja, nicht so schlimm wie das hier. Das ist ja hier, ne? Also, wenn mein LKW so aussehen würde, dann würde ich das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Ja. Wobei mich mal echt interessieren würde, woher dieser Fehler kommt. Weil erstens, er ist nur in dem Startscreen. Und zweitens erst nur auch das erste Mal. Sobald ich jetzt spiele und dann wieder ins Startmenü gehe, ist es ja nicht mehr. Also was verursacht diese Grafikglitches? Das würde mich halt wirklich schon hart mal interessieren. Weil da habe ich echt überhaupt keinen Plan, überhaupt keine Erklärung für. Ja. Also ich meine, es scheint ja immer irgendwo da zu sein, wo die Reflexion am stärksten ist. Also quasi da, wo die Kamera direkt in sich selbst reflektiert. Versteht ihr, wie ich meine? Nicht? Gut, ich auch nicht. Nee, aber wie gesagt, das scheint immer da zu sein, wo entweder die Kamera in sich selbst reflektiert oder sehr nah bei dem Winkel. Dass das irgendwie nicht funktioniert oder sowas,
Also, ja, keine Ahnung. Gut, wir machen auf jeden Fall mal weiter. Jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten verquatscht und verguckt. So, wir waren gerade dabei. Oh, 64-Bit, mein Freund. Oh, klingt doch der 64-Bit. The Sound of AMD. Lass uns loslegen. AMD. So, let's go. Das ist alles frei. Sehr gut. Ich glaube, ich sollte ein bisschen bremsen, gell? Ach komm, mach auf jetzt hier. Ey, die gibt's doch ja nicht. Nee. Freie Bar mit Marzipan. So, ausgeruht sind wir, getankt haben wir. Sehr geil. Demnächst rechts abbiegen. Es wird ja jetzt eine schon lange Strecke, ne? 1800 Kilometer. Biege nach rechts ab. Keine Ahnung, ob wir das in den Folgen, die ich heute aufnehmen möchte, schaffen. Es wird eine ganz schön lange Strecke. Uiuiuiui. Oder wir nutzen die Strecke, um ein bisschen rumzurasen. Weiß ich nicht. Mal wieder ein bisschen unseren LKW hier ausreizen. Ich meine, wie sieht die Strecke in Wahrheit aus? Ah, ganz viele Schlenker. Wobei, hier hinten geht's eigentlich. Ah, jetzt natürlich wieder am. Oh, nee. Ah, die Strecke wieder. Ah, guck mal, hier hinten, wo wir waren. Nee, wo war denn das? Ja, eben, genau. Nee, doch, waren wir hier schon? Ja, hier oben waren wir hier schon oder wurde es einfach nur zurückgesetzt? Also, was? Nee, weil das Problem ist natürlich, wenn man die neue Version sich installiert und sich die Strecken ändern, dann kann es sein, dass er manche Strecken als nicht mehr erkundet erkennt, weil ich ja exakt die Route auch nicht gefahren bin oder irgendwie so oder die IDs sich geändert haben. Und damit Strecken, die ich eigentlich schon gefahren bin, nicht mehr als gefahren markiert, weil die sich in der neuen Version geändert haben. Und da kann es durchaus sein, dass zum Beispiel so eine kleine Lücken entstehen. Naja. Ja. Wer weiß das schon. Okay. Wir legen auf jeden Fall mal los hier. Und ich würde mal sagen, ja. Also mindestens jetzt die Folge. Reizen wir den LKW mal wieder ein bisschen aus. Nimm diese Ausfahrt. Ja, und man merkt auch schon, mit der Fracht jetzt beschleunigt der LKW nicht mehr so rabiat. Demnächst rechts abbiegen. Sondern ist ein bisschen gechillter. Wo Junge, schlimmer dein Leben. Ne, komm, hier, der braucht Start. Hä? Lol, da ist ein ganz großes Stück, wo man nur 40 fahren darf. Ist ja auch witzig. Während der Mautstelle darf man 80 fahren, aber kurz nach der Mautstelle darf man nur noch 40 fahren. Komm, wir kommen auf so eine Idee. So, da wollen wir mal hier gucken, was der LKW so aushält. Bergauf plus die Ware, das ist ja jetzt schon am Limit. Uiuiui. Ah, hier geht es jetzt wieder erst ein Stück bergab.
Vorne geht gerade die Autobahn wieder zu. Was halt cool wäre, wow, bitte liebe Maus, verlass mich nicht. Was natürlich cool wäre, ist, wenn wir endlich mal diese längeren Auflieger bekommen, also diese mehrteiligen Auflieger. Und dann 750 PS Motor, da können wir ordentlich Frachten transportieren. Die fahren ja auch alle hier fast so schnell wie ich. Ich dachte, die Autobahn ist nur für 120 zugelassen. Egal. Das ist ein richtiges Autorennen hier. Wo ist mein Nitro? Wo ist denn dieses Nitro, wenn man es braucht? Also noch 130 zu halten für den LKW tatsächlich auch schon schwer. Na, hier auf gerade Strecke überschreitet jetzt wieder ein bisschen. Aber sobald es ein bisschen kurvenreicher wird oder ein bisschen bergauf und ab geht, geht er ja wieder so auf 130 zurück. Na, okay, 140 haben wir auch schon mal geknackt. Okay. Vorne kommt eine relativ enge Kurve. Mal gucken. Ah, die doch, ich schaffe locker. Da vom Weiten enger aus, als er eigentlich ist. Oh, schöner Zug. Und hier ist natürlich wieder zweispurig. Da hat man nicht so viele Alternativen zum Ausweichen. Das Auto zieht zum Glück auch ganz schön. Ah, fahren wir hier sich jetzt aber auf den Bandstreifen. Ja, doch. So, rechts. Oh, okay, muss ich runter. Kabel von der hinteren Kamera ist jetzt irgendwie voll im Armbereich. Du kannst doch nicht rennfahren. Ah, das mal hier. Okay, Spaß. Let's go. Da vorne geht schon wieder runter. Wir haben schon knapp 300 Kilometer geschafft. Ah, natürlich ist auch wieder ein Auto. Verkackte Kacke. Immer die ganzen Autos hier. Ich
finde diese rostigen Leitplanken hier ultra cool, ne? Sieht zwar auf dem ersten Blick ein bisschen seltsam aus, aber cool ist es trotzdem. Racing Game Simulator. Ah, mit 145 auf der Autobahn, der wird noch mit Handy am Ohr. So fährt das sich sicher. Rumstockern. Ich muss mal einen Platz aussuchen zum. Hallo? Zum Pennen gehen, ne? Wow, hallo, wo kommt der nächste Punkt? Ja, gut, hier hinten zum Glück. Okay. Wir werden also wahrscheinlich wieder ein bisschen in der Dunkelheit fahren. Oh, da vorne kommt eine Kurve. Hier kommen ein paar enge Kurven jetzt. Okay. Schon wieder eine sehr enge Kurve. Ja, auch durch die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was natürlich besonders gefährlich ist, weil die ganzen anderen Autos natürlich doch dann alle abbremsen. Dass das Ganze dann sehr unberechenbar macht.
Nach links hin konnte ich gerade leider nicht, weil da irgendwie so blauer Wagen. Genau, der da war. Muss ich gerade schon wieder die Punchspuren nutzen. Naja, was soll's. Er bremst das Feige. Oh. Ah, hier kann ich jetzt nicht überholen. Aber der rote ist vielleicht gnädig. Ja, ist er. Oder auch nicht. Komm, fahr schneller. Und die kann ich wieder überholen. Vorne kommt schon das Ding. Die Dings. Wow. Wow. Ah, aber wir schon Bremsliste machen, ne? Yeah. Not bad. Gut, ich glaube, die ganze Fracht, die wir hinten geladen haben, ist das alles auf 10 cm zusammengedrückt worden. Das ist ja eine der gefährlichsten Sachen bei dem LKW immer. Dass wenn man dort eine Notbremsung macht, die Sachen meistens nach vorne wollen. Und das, was vor der Fracht ist, ist dann leider meistens der Fahrer. Hä? Wo ist denn hier? Ah, ich hätte doch die andere Straße nutzen sollen. Ah, okay. Dass es ja auch keine Schilder gibt. Doch, gibt's. Okay. Habe ich noch nicht gesehen. Sorry. Oh, das ist eine Strecke. Ich fahre immer rauf, ne? Ah, das ist gesperrt. Schade. Das ist ja schade. Okay. Hübsch. Sehr hübsch. Hätte man doch locker so einen Geheimweg machen können. Ich dachte, sie haben jetzt bei der 1.4.44 Version so ein paar Geheimwege reingemacht. Aber das hier ist zum Beispiel schon mal kein Geheimweg. Schade, ich dachte, ich hätte endlich einen gefunden. Aber nicht. So gar nicht, so überhaupt nicht. So kein bisschen so. Ich muss kurz trinken. Geht's. So. Davor ist ein Fragezeichen, aber da kommen wir nicht hin. Nee, da müssen wir auf der anderen Spur sein. Obwohl, hier ist eine Ausfahrt. Vielleicht kommen wir da doch hin. Wollen wir da mal kurz vorbeischneiden? 7,5. Ausfahrt rechts. Was? Ausfahrt rechts nehmen? Was soll hier lang? Hä? Bin ich verwirrt. Hä? Aber ich wollte doch eigentlich. Wollte ich doch da. Was ist das hier? Was ist das für ein Gedings? Ist doch die ganz normale Autobahn. Warum sollte ich denn nicht geradeaus weiterfahren?
Passstation, Brennpass. Fensterbrücke, Reststation. Achso, der stellt halt alle, die größer, also mindestens 7,5 Tonnen haben, müssen da lang von oder wie? Schauen halt die Brücke hier nicht mehr aus oder so. Aber das ist ja keine Brücke, was ist das überhaupt? Was ist das hier für ein Dings? Was soll denn das darstellen? Vor allem, ich wollte da auf die andere Seite, ich wollte hier rauf, aber nee, kann man gar nicht. Egal wie ich gefahren wäre, raufgekommen wäre ich wahrscheinlich nicht wirklich. Nee. Einen Weg rüber gibt's nicht. Schade eigentlich. Das heißt, zu der Kamera kommt man wirklich nur, wenn man von der anderen Seite kommt. Na gut. Hätte was erklärt. Komische Grenze hier. Ist so eine Grenze, oder? So, ja. Meinst du, kommt gerade aus einer Grenzstation und dann heißt es ja bitte normal kontrollieren hier. Warum blinke ich eigentlich gerade? Können wir das mal irgendwas erklären? Oh, da vorne kommt die nächste Zollkontrolle. Ah. Katastrophe, da kommen wir ja gar nicht alle beschleunigen hier. Das Grüne hier. Achso, nur für Autos, oder? Warum sind die Spuren ja so eng? Achso, weil da hinten für LKWs ist. Aber trotzdem, wie eng die Spuren da sind. Da passt jetzt ein Auto kaum durch. Wenn da so ein SUV lang kommt, der bleibt da überall hängen, oder nicht? Sehr eng. Hier ist, Alter. Boah. Da fällt der LKW ja fast über. Rechts halten und dann rechts ab. Rechts? Hier? Biege nach rechts ab. Es war mir schon klar, dass das falsch ist, aber ich wollte es echt mal probieren, was passiert, wenn ich hier hochfahre. Wie geil ist das denn? Wer baut denn hier so Stein hin? Das macht ja gar keinen Sinn. Lol. Boah. Der Auflieger wapt mich gerade. Schön, ja. Ach, sollen das diese komischen, ich weiß gar nicht, welches Land das war, aber es gibt so eine Länder, da habe ich letztens eine Doku gesehen. Die haben so diese, ja genau, das ist hier extra so gebaut, also hier ist jetzt keine unfertige Brücke oder sowas, sondern es ist wirklich hier so als Ende gedacht, dass wenn LKWs irgendwie, weiß nicht, Probleme haben, nicht mehr bremsen können oder weiß der Geier was, dass sie einfach hier rauffahren und dieser Weg ist eigentlich ein Kiesweg, und zwar richtig loser Kies, wo sich der LKW dann richtig reingräbt und damit halt über die gesamte Strecke hier bremst. Also normalerweise nicht am Ende gegen Gras, so wie ich jetzt, sondern halt schon relativ weit am Anfang zum Stehen kommt. Ja. Das soll das hier wohl darstellen. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Weil sonst macht das Ding hier überhaupt keinen Sinn. Vor allem hier mit dem Steinende. Gut. Hätte das auch geklärt.
Weißt du, da fahre ich extra mit Speed lang, wo ich dachte, ja, kannst du extra, können wir hier schön, ne, schön Kilometer scheffeln. Und dann muss ich hier jedes Stück hier erstmal probieren. So, wir machen auf jeden Fall an der Stelle wahrscheinlich erstmal Pause. Ja, 30 Minuten sind wieder vorbei. Und das sieht jetzt auch gerade vorbei. Ist ja praktisch. Und dann würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. 2 Folgen werde ich noch machen. Vielleicht schaffen wir in der Folge sogar diese noch restlichen 1000, was auch immer, Kilometer. Wäre geil. Warum sagt man eigentlich 1000 Kilometer? Warum sagt man einfach 1 Megameter? Okay, klingt schon mal behindert. Aber, ja, okay. Na gut, in dem Sinne dann, schau mit V.